Hallo und Bibi, bin ich schon drauf? Ja, klar bin ich drauf. Ich bin wieder da, ich bin wieder gut. Ich bin wieder da, ich bin wieder gut. Das macht keinen Sinn. Egal. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon. Ja, Uranium heißt das Spiel. Das ist die zweite Folge, die ich heute aufnehme und weiß schon nicht mehr, wie man das spielt. Was soll ich dazu noch groß sagen, außer vielleicht nichts? Ist auf, also muss man auf jeden Fall sagen, ne? Also. Gucken wir mal, ob wir bald im nächsten komplett neues Team zusammenbekommen. Aus den dreien oder aus den vieren schon mal. Mal vielleicht noch hier Geister Bambini mitnehmen. Dann hätten wir auf jeden Fall ein echt verrücktes Team, um die alle zu trainieren. Dena ist halt einfach der Einzige, der gerade momentan richtig gut auf Level ist. Erstmal Summary gucken. Vielleicht hat er gute EVs. Nö, hat er nicht. Schade. Aber cool. Jetzt heile ich mich. Ich glaube nämlich, das ist vonnöten. Ja, dann gehen wir weiter. Was haben wir hier in der Stadt verloren? Nichts. Diesmal kommen wir auch locker durch. Ach du meine Güte. Sehr, sehr geile Musik. Und diese Atmosphäre. Ah! Es gab doch irgendwen, der unbedingt. Ich habe schon wieder vergessen, wer unbedingt. Manuel war das, glaube ich. Oder nein, war's nicht. Oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, wer unbedingt ein Eis-Pokémon sein wollte. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es jemanden gab, der unbedingt ein Eis-Pokémon sein wollte. Ich gucke einfach nochmal unter die erste Folge oder so, da steht das. Vorher fange ich kein Eis-Pokémon, versprochen. Es ist so kalt. Lass uns aufwärmen mit einem Pokémon-Kampf. Ja, gut. Auf jeden Fall die beste Wahl gewesen, die Nianta da draußen zu lassen. Die Gegner nehmen überhand mit Level. Also ehrlich, what the fuck? Dum, dum, dum. Hey, ich habe die übelste Dingensschwäche. Übelste Schwer. Oh mein Gott, ich setze ein Psycho-Pokémon ein gegen fucking. Ich hab das Pokémon doch selber. Bin ich irgendwie ein bisschen dumm? Oh, hat Revenge nichts abgezogen? Ja, warum wohl? Ja, kann, also ich renne auf jeden Fall gleich schon mal wieder zum Pokémon Center. Ne? Also, das ist klar. Ja, Shadow Ball, das war auf jeden Fall die richtige Wahl. So haben wir wenigstens den Vorteil, dass ich ihn jetzt auf jeden Fall töten kann. Cross-Chop. Easy go, easy come, easy go. Einfach wegballern. Foul Play. Wir haben genug Angriff. Garaveel, ja, kann ich auch draußen lassen. Der ist nämlich hart angepisst, wenn es darum geht, von so Attacken wie Cross-Chop getroffen zu werden. Und mit einem Crit von unserem guten Mercure hat sich das auch erledigt. Ja, ich wollte erst nochmal zurückgehen. Wisst ihr, was ich bis heute auch noch nicht geholt habe? Das Fahrrad, obwohl ich das Rad dafür habe. Ist so, als würde ich das auch konstant ignorieren, weil ich gesagt habe, ich hole das, wenn ich Fliegen habe. Aber Fliegen. Wir haben jetzt schon 6 Orden und können immer noch nicht fliegen. Vielleicht ist gar nicht vorgesehen, dass man überhaupt fliegen kann. Von daher kann ich dann auch nicht viel machen. Ich kann mir nicht erzwingen, da jetzt den ganzen Weg zurückzugehen. Vor allem, wenn wir so weit oben sind. Dum, dum, dada. Ja, aber der gute Dena wird uns auf jeden Fall helfen, wenn das nächste eine Eisarena ist, was das nächste wahrscheinlich auch ist, weil. Du setzt keine Feuerarena auf den Berg oder so. Das Schöne ist, ne, immer Loot, Ultra Bälle, Full Restore, Hyper Potions,
Man kann nie genug haben. Ab durch die Eishöhle. Und eine Überbauschen. Ich nehme alles. Darüber kann ich auch gehen, ist okay. Mache ich im Real Life auch ständig. Über so Eiszapfen drüber gehen, wie zum Beispiel diesem Eis hier. Was cool ist, hier scheint es überhaupt gar keine Pokémon zu geben. Und da ist Eisstrahl, Alter. Eisstrahl, geilste TM. For sure. Mehr brauche ich hier eigentlich gar nicht. Das Schöne ist ja, hier scheint echt keine Pokémon zu geben. Okay, da hätte ich eben schon angehen können. Hier ist es gefrorenes Wasser. Hat er das vergessen zu programmieren oder? Die ganze Höhle ist ein bisschen kaputt, muss man dazu sagen. Und scheinbar gibt es ab diesem Punkt überhaupt gar keine wilden Pokémon mehr. Ich beschwere mich nicht. Auch wenn ich gerne gesehen habe, was hier so für Pokémon rumlungern. Zum Beispiel das hätte ich dann auch gerne, ein Snoopunch. Aber Mercurio kann das regeln. Eisstrahl dürfte mich jetzt nicht, ja, sie da hat mich einigermaßen kalt gelassen. Erstmal ein Brick Break zur Aufmunterung. So habe ich das doch erwartet. Verfuhr! Was? Was ein Scheiß-Pokémon. Attack Mist also. Aha. Der Angriff ist also daneben gegangen. Gut gemacht. Wirklich, was soll das? Danke. Das war One-Hit. Ich glaube, Dingens hätte es nicht gewonnen hätte. Das Ding scheint eine richtig harte Partei. Und Al Pacino! Ja, gut. Wirklich auf jeden Fall ein Eis-Pokémon, was sich gewaschen hat. Nicht, dass ich an dem mir jetzt aufreibe. Naja, also Stahl sollte ja einigermaßen ja was aushalten. Kälteresistent und so. Und dann knallen wir einfach mit ein bisschen Boom Boom. Ja, wir sind Stahl-Pokémon drin. Wir haben ja eigentlich gar kein Problem. Kampf, Stahl. Wir hauen einfach alles spontan weg. Sin Ice Beware of Cave-Ins. Ah. Ja, hier ist ja nichts. Außer ein niemals schmelzendes Eis. Nehme ich aber. Ach, und der möchte kämpfen, das kann er von mir aus auch gerne. Weil dagegen bin ich nicht. Na? Parfur 50. Der Level, das Level-Dingens ist schon hart. Aber versuchen wir mal, einen Gegner mit Niantha jetzt zu besiegen. Dünn, dünn, dünn. Solange wir nicht einfrieren, ja, okay, ne, das kannst du, also den kriege ich nicht down. Also mit herkömmlichen Mitteln. Wieso hat Toxin verfehlt? Das finde ich jetzt schon wieder frech. Ist der da, der ist schneller als ich. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, dass Toxin sowieso grundsätzlich verfehlt. Also kann man das auch akzeptieren. Ist halt dann so. Wunderbar. Also so wie es aussieht, hat er auf jeden Fall einiges an diesen Viechern. Das heißt, ich könnte Bricklord einsetzen, weil den interessiert das auch nicht wirklich. Der ist Wasserstahl. Ja, eben. Also hier kann Bricklord jetzt richtig glänzen. Hier kommt jetzt erstmal eine Metal Claw Dusch. Ja, aber sein Angriff steigt. Von daher ist das vollkommen okay. Rock Slide kannst du machen. Ist nur nicht effektiv. Kann man sehen, wie man will. Da ist das andere toxinierte Ding. Kriege ich jetzt vielleicht noch meine Attack Boost? Nicht? Wollte ich sowieso nicht haben. Ah, Drakton! Oh, Discharge, sagst du? Na, wir werden natürlich auch von dem Hagel getroffen. Das ist doch lächerlich. Das ist doch lächerlich.
Ja, wir haben natürlich wieder kein Feuer-Pokémon. Ich glaube, ich belebe jetzt schon mal Dingens wieder. Einen guten Mercury, weil ohne Mercury kommen wir hier nicht so wirklich voran. Wo ist denn das Beleber-Ding? 8 Revives, ich habe 8 Revives und Revives habe ich. Okay. Speed Boost, natürlich macht es den auf jeden Fall schneller. Ich setze mal trotzdem Psychokinese ein. Iron Head sollte mich nicht töten. Ah, Psychokinese tötet ihn auch nicht. Aber der Hagel tötet mich. So, dann kommt jetzt wieder Mercury raus. Ja, natürlich. Wird auch hier wieder Zeit jetzt für eine Full Restore. Ne, Hyperpotion reicht vollkommen aus. Da hat er keinen Statuseffekt. Weil wir müssen es ja auch nicht übertreiben, ne? Von daher. Brick Break. Warte mal, hat er mir gerade übelst wieder. Hatte ich nicht volles HP? Da muss er die übelste Attacke. Ich hab irgendwie gar nicht jetzt aufgepasst. Da muss er die übelste Attacke gehabt haben. Dieser Trainer, ne? Der hat's aber auch mit seinem Pokémon die ganze Zeit hin und her switchen. Erkennt er nichts. Ungünstig. Richtig ungünstig, dass das Vieh Dragon Rush einsetzt. Dun, dun, dun. Toxic. Kann das auch eine andere Attacke außer Dragon Rush? 10 HP. 9 HP hat mir der Hagel abgezogen. Zeit für eine Hyperpotion. Das ist ein normaler Trainer. Ne? Das ist ein stinknormaler Trainer und der macht mir so Schwierigkeiten. Ich bin so hart unterlevelt. Der Dragon Rush macht mir ja keinen Schaden. Ja, scheiß drauf, dass das nicht effektiv ist. Es hat ja genug abgezogen, ne? Und der mit seinem Dragon Rush kann uns gar nichts. Dim, dim, dim. Ja, dann kann uns auch immer noch nichts. Dim, dim. Aber langsam wird's kritisch, wenn ich jetzt die ganze Zeit geflincht werde. Werde ich zum Glück nicht. Wäre ich auch sonst irgendwann jetzt wieder demnächst ausgerastet. Ja, das ist wieder der Kandidat. Der dürfte auch bald sein Ableben finden, weil er ist immer noch vergiftet. Au. Warte mal, hier, theoretisch müsste ich jetzt wieder zum Pokémon Center rennen, aber darauf habe ich keinen Bock. Big Break. Big Break, Big Break. Und das Talent. Ich hoffe, ich krieg da. Ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht. Stell dir mal vor, ich verliere. Hä, das wäre ja richtig schlecht. Das ist ja gerade einfach richtig schlecht. Ja, wir haben verloren. Ich habe gegen normalen Trainer verloren. Ach nee. Ich habe ja noch Clanen. Sorry. Unsere Geheimwaffe habe ich vergessen. Erstmal reviven. Nyanta. Ja, Clan kriegt 51 HP ungefähr abgezogen. Das ist relativ viel. Und revive auf Mercury. Dum dum dum.
Oh mein Gott, was soll das? Ich mache tot dieses Talland. Das Talland zerstört sich gerade übel selber. Dragon Rush zieht uns nichts ab. Ja, aber wenn das so weitergeht, dann nervt das. Dass sie die ganze Zeit geflincht werden von diesen. Ja gut, ich hätte beachten müssen, dass das auch erdbeben kann. Das ist richtig. Wir haben verloren. Wir haben nicht verloren. Dann war das eine ein Eisdrache. Ja, geil. Ich würde sagen, bevor wir in diese Höhle gehen mit unserem einen verbleibenden Pokémon, ich fülle da mal HP auf. Ja, wir haben das ist theoretisch das Pokémon, was hier am meisten Schaden anrichten kann. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde. Bis dahin.